Achtung! Wenn ich raff, dass dieses Video lediglich zur Unterhaltung dient und keine Aussage beleidigend oder verletzend gemeint ist, der ist leider ein kompletter Holzkopf. Und damit herzlich willkommen hier bei einer neuen Folge von TubeTube, dem wöchentlichen, nicht ganz so wöchentlichen Video-Nachrichten-Comedy-Format. Ja, das mit den Ansagen, das üben wir auf jeden Fall nochmal. Und wie ihr wisst, ist dieses Format hier absolut ernst zu nehmen. Ja, wer das nicht ernst nimmt und denkt, es werden hier irgendwie Witze gemacht, nee, ist einfach nicht so. So, nachdem wir das geklärt haben, los geht's. Die Prank Bros haben sich wieder eine extrem krasse Challenge ausgedacht. Lässt man den Fakt mal weg, dass ihre Videos meistens so extrem sind, wie Pilzen im Wald beim Wachsen zuzugucken. Und auch dieses Mal begeisterten sie ihr Publikum mit einer neuen Idee. Die Kino-Menü-Challenge. Das Video geht fast 12 Minuten und es geht darum, wer von den beiden halt schneller alles aufessen kann. Wer guckt anderen Menschen freiwillig 12 Minuten beim Essen zu? Ja gut, Galileo-Zuschauer, wenn Jumbo in Amerika mal wieder ein XXL-Schnitzel verdrückt. Aber sonst ist Essen ja nicht so die spannendste Tätigkeit. Oder habt ihr schon mal sowas im Kino gesehen wie Essen, der Film, ein fesselndes Meisterwerk, Adrenalin pur. Halten Sie sich fest und rufen Sie lieber den Notarzt. Ja, also ich habe sowas noch nicht gesehen. Man muss aber auch mal sagen, hier merkt man halt wieder, dass die Prank Bros Videos einfach nur gestellt sind. 12 Minuten, um ein Popcorn-Menü zu essen. Jeder, der im Kino seine Snacks schon aufgegessen hat, noch bevor der Film überhaupt losgegangen ist, ja, der weiß, dass das völlig unrealistische Werte sind. Ja, höchstens bis zum dritten Trailer hält man das durch und dann ist eh immer alles weg. Also wen wollen die da eigentlich verarschen? 12 Minuten. Die Bestrafung am Ende für den Verlierer war allerdings etwas komisch. Denn für den Verlierer gab es Schläge auf den Arsch. Ich glaube, da wurde aber in der Szene die falsche Musik benutzt. Wir haben nämlich die Originalversion, da wie das Video eigentlich online gehen sollte, nämlich diese hier. Komisch, dass die die Version nicht hochgeladen haben. Also, ich fand die besser. Für dieses Format schaue ich ja immer, was es alles so in letzter Zeit in die Trends geschafft hat. Und ein Video, ja, das hat mich vollkommen überzeugt. Da wurde Qualität einfach noch groß geschrieben. Zu Recht, auch oben in den Trends, viele Leute wollten diese Qualität einfach sehen. Und zwar, Alex, Mel, Lea und Jan bringen das Video in den Gerichtssaal. Augen und irgendein Emoji. Ein 25-sekündiges, vom Fernseher abgefilmtes, verwackeltes Video einer beschissenen RTL2-Sendung. Geil! Das ist das, was Deutsche Trends halt brauchen. Wer guckt sowas? Wer denkt sich, wow, mal schauen, ob Lea, Mel, Jens, Jan irgendwas in irgendeinen Gerichtssaal in irgendeiner fiktiven Sendung gebracht haben? Das muss ich aber besser mal nachsehen. Ich brauch das, ich muss das unbedingt jetzt sehen. Was? Du hast nur eine verwackelte, alte, ranzige Aufnahme? Damit. Ja, in meiner Vorstellung benehmen sich diese Zuschauer wie Heroinsüchtige. Und man kennt das ja auch, wenn man ein juristisches Verfahren abhält und plötzlich irgendwelche Randoms in den Gerichtssaal kommen. Gegen jegliche Vorschriften oder irgendwelche Abläufe können die da einfach stehen und erzählen, was die wollen. Und da wird die doch kein Polizist irgendwie aufhalten. Ich sag's ja, Leute. Qualität. Und auch bei den Zuschauern kommt dieses 25-sekündige Video einfach gut an. So ein scheiß Clickbait, leck mich. Also, dieses Video ist ja vieles. Aber der Titel stimmt, das ist kein Clickbait, denn dieses Video wird tatsächlich in den Gerichtssaal gebracht. Gut, also es passiert halt sonst überhaupt nichts in diesem Video und es ist unglaublich scheiße, aber das stimmt. Ja, wenn RTL 2 weniger Clickbait benutzt als Julienko. Soweit ist es schon. Ich dachte schon, deutsche Fernsehsendungen sind oft in den Trends. Ja, Berlin Tag und irgendwas, Köln 5327 oder Galileo, TAF, was weiß ich. Ständig sieht man irgendwelche Fernsehproduktionen in den Trends. Aber nein. Türkische Sendungen, die sind oft in den Trends. Und eigentlich ist mir das ja vollkommen egal. Das Problem dabei ist nur folgendes. Ich kann gar keine Witze darüber machen, weil ich überhaupt nichts verstehe. Und ich dachte mir, Timon, du musst einfach jetzt mal recherchieren und dich mit der Materie auseinandersetzen. Und ich habe mir die Trends angeguckt, habe mich hingesetzt, diese Videos angesehen. Stundenlang.
Die gehen nämlich echt ziemlich lange. Stunden um Stunden um Stunden. Ja, und deshalb kommt dieses Video hier auch nur so spät. Ich hatte eigentlich schon letzte Woche Donnerstag mit dem Skript angefangen. Aber das hat halt so lange gedauert, diese ganzen Materialien durchzugucken. Ja, und ich bin zu folgender Erkenntnis gekommen. Ich kann immer noch kein Türkisch. Was soll man da auch noch machen? Vielleicht ist es andersrum, aber genauso. Und die türkischen Trends sind einfach voller deutscher Videos. Oh Gott. Die Armen. Also, das kann man ja keinem wünschen. Ich habe dazu keine Recherchen gemacht, aber ich hoffe, diese These stimmt nicht. Das werde ich am besten mal herausfinden. Vielleicht kann man noch irgendwelche großen Krisen dadurch abwenden. Ja, ich habe jetzt auf jeden Fall eine Mission zu erfüllen. Eure Mission ist es jetzt an der Stelle, eure Meinung zu diesen Videos unten in die Kommentare zu schreiben. Und falls ihr Vorschläge für die nächste Folge TubeTube habt, was ich mir also mal genauer angucken soll, gerne damit unten in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Und dann gibt es an der Stelle jetzt eine Endcard für euch mit noch einem Video. Und hier könnt ihr kostenlos abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Oder hier unten unter dem Video, da geht das auch. Das war's an der Stelle. Haut rein, bis morgen bei einem neuen Video und ich gehe mich jetzt erstmal um die Trends kümmern. Ja, haut rein. Tschüss.